Bist du immer auf der Suche nach ausgefallenem Musikscheiß? Dann habe ich was für dich. Es gibt da zwei Phänomene, Shepard Glissando und Risse Rhythm. Das Shepard Risse Glissando ist allgemein bekannt, der Risse Rhythm ist ziemlich unbekannt. Ich zeige dir jetzt, wie du sowohl Shepard Glissando als auch Risse Rhythm mit Ableton selber machen kannst. Dazu wechsle ich in Ableton Live. Schauen wir uns das Risse Glissando an. Ich habe hier ein Risse A und ein Risse B gemacht. Risse A zeige ich euch jetzt, die erste Version. Dieser Clip hier steuert grundsätzlich einen Operator. Der ist in der Grundeinstellung, da habe ich gar nichts gemacht. Und auf diesem Clip habe ich ein paar Hüllkurven gemacht. Erstens mal beim MIDI Control habe ich den Pitch Bend automatisiert. Da musst du Pitch Bend anwählen, hier beim MIDI Control unten. Das ist der erste Controller. Wenn du das gemacht hast, dann kannst du hier von 0 bis ganz hoch Sound pitchen. Den Mixer und den habe ich kurz reingenommen und dann auch wieder ausgeblendet. Damit man es auch gut sieht, habe ich das direkt auf dem Kanal gemacht. So, das ist mal der Track 1 von diesem Risse A und im Track 2 habe ich Folgendes gemacht. Erstens mal habe ich da noch einen Pitch reingesetzt, plus 12 Steps. Und ich habe noch einen einfachen Clip dazugesetzt, einfach per Doppelklick, zack, hier rein. Da habe ich ein Launch-Triggering gemacht. Ich habe die Follow-Action hier eingestellt, einfach da draufklicken und dann erscheint dieses Launch-Bedienfeld und da habe ich die Follow-Action angeklickt. Wenn ich also hier klicke, dann dauert es eine gewisse Zeit, bis dann dieser Clip überhaupt gespielt wird, weil der kommt ja dann später als der andere und hat jetzt eine Verzögerung. Dasselbe nochmal da und dasselbe nochmal da. Damit du das auch nochmal anders siehst, Risse A mit Command D duplizieren, runterziehen, Doppelklick da drauf, Follow Action an und gut ist. Dann nochmal, Doppelklick, runterziehen und dann ganzes Ding nochmal, runterziehen, zack. Und hier habe ich eben noch einfach plus 12 gemacht, 12 Halbtöne höher, eine Oktave. Das finden wir bei den MIDI-Effekten, zweiten Kanal und beim vierten Kanal und schon ist das fertig. Das ist die Variante 1, die Variante 2 kommt jetzt. Auch wieder ein Operator. Diese Variante ist noch viel einfacher, die besteht nur aus zwei Tracks. Ich erkläre kurz, was da drin ist. Wir haben dieselben Töne durchgehend, von Anfang bis Ende. Dann haben wir ein MIDI Control Pitch Bend von 0 bis vollen Wert auf dem einen Kanal. Dann haben wir hier von vollem Wert minus bis in die Mitte. Und diese beiden Töne, die treffen sich dann quasi in der Mitte. Und dann noch natürlich diese Lautstärke-Automation, die zeige ich auch noch. Mixer, Track Volume von 0 auf ganz 0, ganz unten bis auf 0 beim anderen. Und so tönt das dann am Schluss. Was ich hier nicht ganz weggebracht habe, ist dieser Klick am Anfang und am Ende. Das müsste man noch ein bisschen ausfeilen. Wenn du einen Tipp hast, gerne, dann sagst du mir einfach kurz, wie du das lösen würdest. Die School of Sound gibt es auch in echt. Die Classroom-Kurse kannst du in der Schweiz vor Ort oder online als Virtual Classroom besuchen. Außerdem bieten wir neben Online-Kursen, Masterclasses und Sample-Packs auch Einzelstunden an. Nicht alle Angebote sind immer verfügbar. Den Link zu unseren Angeboten findest du in der Beschreibung. So, wir kommen zum Risse Rhythm. Das habe ich mir auf der Arrangement View zurechtgelegt. Schauen wir mal rein. Ich habe hier vier Spuren und ich habe jeweils einfach einen Beat genommen. Hören wir uns den mal separat an. Sehr langsamer Beat. Ich habe hier ein paar Envelopes gemacht. Einerseits habe ich den Mixer auf das Track Volume gelegt. Das heißt, am Anfang kommt dieser Loop ganz normal rein bei voller Lautstärke und wird dann ab einer gewissen Lautstärke wird er einfach runtergezogen. Mit dem zweiten Beat mache ich dasselbe. Ich ziehe den da rein und dann wird er hier mit dem Volume runtergezogen.
und mit dem dritten auch und mit dem vierten auch. In diesem Clip muss ich noch etwas beachten. Ich muss schauen, wie schnell ist er. BPM ist jetzt 127, wurde erkannt. Und beim nächsten Beat die doppelte Geschwindigkeit. Und dann haben wir wieder die doppelte Geschwindigkeit und so weiter. Also ich fade immer wieder Beats mit doppelter Geschwindigkeit ein, währenddem ich auf dem Mixer Songtempo eine graduelle Steigerung von 80 aufwärts eingestellt ist. Magst du übrigens Sounddesign? Dann mache unseren Sounddesign-Kurs im Klassenzimmer oder im Virtual Classroom. Den Link findest du unten in der Beschreibung. Jetzt hören wir uns mal den ersten Beat einfach alleine an. Tempo geht immer hoch. Dann kommt eben dieser Fade-Out. Beim zweiten ist es natürlich dasselbe. Jetzt hören wir uns alle vier zusammen an. Das könnten wir jetzt sicher noch ein bisschen ausfeilen oder noch perfekter machen, aber für den Anfang reicht das mal aus, um das Prinzip zu zeigen. Willkommen zu meinem Tipp zum Schluss. Also ich hab das nicht gehört. Ach Herbert, lass mal. Das ist nun wirklich zu kompliziert für dich. Ihr habt's gemerkt, beide Phänomene sind spannend und herausfordernd zugleich. So war es für mich manchmal nicht so einfach, die Shepard-Skala oder den Risse-Rhythm nachzubilden. Ich brauchte ein paar Anläufe, um es richtig zu machen. Und bei manchen bin ich, wenn ich es in Ableton manuell gemacht habe, immer noch nicht ganz zufrieden. Effizienter und schneller sind da die Plugins. Aber wir wollen was lernen, stimmt's? Außerdem habe ich kein gescheites Risse-Rhythm-Plugin oder Software gefunden. Daher meine Anfrage an dich. Schreib mir, was du mit den Risses und Shepards so angestellt hast. Und vielleicht auch, welche Projekte du damit erstellt oder performt hast. Schreib's unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Bis bald. Tschüss.